Heute beim elektrischen Reporter: Spurensucher, ein Betrug und Gemeinschaftenhüter. Ich habe sie erwartet. In amerikanischen Hochglanzfernsehserien ist das Aufspüren böswilliger Hacker eine spannende und bildgewaltige Angelegenheit. Wie es um die digitale Forensik in der Echtwelt bestellt ist, darum geht es in unserem ersten Beitrag. Gehackte, ausspionierte Rechner. Gestohlene, manipulierte oder abgefangene Daten, Zugangscodes von Bankkonten etwa, Kundenlisten aus Online-Shops oder Konstruktionspläne aus Firmennetzen. All das sind Beispiele für Straftaten aus dem Bereich der sogenannten Cyberkriminalität. Und die ist auf dem Vormarsch. In den letzten 4 Jahren hat sich die Zahl der Fälle von 38.000 auf 64.000 pro Jahr erhöht. Der Begriff Datendiebstahl führt dabei in die Irre. Denn natürlich geht es in der Regel um Kopiervorgänge und die Daten sind auch nach dem virtuellen Einbruch noch da. Deswegen merken die Bestohlenen meist erst viel zu spät, dass etwas passiert ist, weiß Computerforensiker Alexander Geschonek. In der Regel merken das die Unternehmen oder die Betroffenen, wenn die Daten missbraucht werden, wenn sie beispielsweise erpresst werden mit diesen Daten oder wenn diese Daten unrechtmäßig veröffentlicht werden oder wenn beispielsweise die Systeme gehackt wurden und dort Anzeichen für diese Spuren zu finden sind. Solche Anzeichen sind zum Beispiel ungewöhnlich aktive Laufwerke im Computer oder unbekannte Nutzernamen in den Systemdateien. Computerforensiker wie Alexander Geschonek sichern und analysieren dann die elektronischen Spuren, um den Angreifern auf die Schliche zu kommen. Den Originaldatenträger entfernt er niemals vom Tatort, sondern erstellt eine forensische Kopie davon, also ein genaues Abbild des gehackten Datenträgers. Dadurch können die Opfer der Datendiebe auf ihren Rechnern weiterarbeiten, ohne Spuren zu verwischen. Gleichzeitig beobachten Systeme den laufenden Rechner bei der Arbeit und schneiden mit, was auf ihm passiert. Um sich zunächst diskret ein Bild von der Lage zu verschaffen, schalten viele Unternehmen zuerst private Ermittler wie Alexander Geschonek ein. Und die stoßen dann oft auf ein großes Durcheinander. Wir treffen häufig die Situation an, dass wir zum Kunden kommen und dort das reine Chaos ausgebrochen ist, weil sie wurden gehackt, sie wissen nicht, was zu tun ist, sie wissen nicht, welcher Schritt zuerst zu machen ist. Der digitalen Forensik in Deutschland fehlt Personal. Erst seit wenigen Jahren bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen einen berufsbegleitenden Master an. Der Studiengang beinhaltet Jura, Informatik und wissenschaftliche Methodiken. Auch um ethische Fragen geht es immer wieder, denn oft genug schnüffeln die Ermittler auch in privaten Daten. Traditionell sind Computerforensiker Quereinsteiger. Polizeibeamte mit autodidaktischen IT-Kenntnissen etwa. Oder Computerbastler mit Hang zum Detektivischen. Doch das reicht oft nicht, glaubt Professor Martin Rieger. Im Studium lernt man halt doch auch die akademischen Gesichtspunkte und die allgemeineren Gesichtspunkte und kann dann manches doch etwas gründlicher und überzeugender ermitteln. Ein wichtiger Berufsaspekt: die Aufbereitung der Ergebnisse. Denn nur was handwerklich sauber und für Nicht-Nerds gut verständlich ist, kann vor Gericht standhalten. Die Kunst dabei ist nur, nachher zu erklären, was man getan hat. Weil alle unsere Schritte müssen möglicherweise vor Gericht oder von Juristen nachvollzogen werden. Das heißt, die Bewertung der Ergebnisse, das ist eigentlich das Aufwendige und das Erklären, das ist eigentlich das Salz in der Suppe des Computerforensikers. Wer also bislang den Krimiserien geglaubt hat, mit ein paar Tastaturkommandos ließe sich in Minuten schneller ein System analysieren, der wird enttäuscht. Von der Beweissicherung bis zu dem Zeitpunkt, wo alle Prozesse und Ergebnisprotokolle des Rechners analysiert wurden, können Monate oder manchmal Jahre vergehen. Und damit ist der Fall noch nicht einmal abgeschlossen. Denn die Computerforensiker sind lediglich die Zulieferer von Indizien und Beweisen. Erst wenn sie ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, entscheidet die Staatsanwaltschaft über eine Klageerhebung. Deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wie erfolgreich die Analysen der polizeilichen Datendetektive sind. Das mit dem Erfolg zu beziffern ist relativ schwierig, weil wir keine direkte Rückmeldung kriegen über den Erfolg des Verfahrens. Wir wissen also nicht immer, ob es zu einer Verurteilung gekommen ist oder vielleicht auch zu einem Freispruch.
Ob sie dazu beitragen konnten, einen Verbrecher zu verurteilen, erfahren die Digitalforensiker in der Regel nicht. Und nicht nur die Resultate ihrer Arbeit bleiben im Unklaren. Unklar ist auch, wie viel Cyberkriminalität gar nicht erst in den offiziellen Statistiken auftaucht, weil Unternehmen aus Angst um ihren Ruf die Angriffe nicht zur Anzeige bringen. Deshalb müssen Computerforensiker noch aufmerksamer sein, um neue kriminelle Phänomene zu entdecken. Langeweile dürften die digitalen Spurensucher in den nächsten Jahren jedenfalls nicht bekommen. Wir bleiben beim Thema. Betrug ist etwas, das uns nicht nur in Gelddingen passieren kann, sondern auch im privatesten Privatleben. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Victoria und ich bin Kommunikationsdesignerin. Ich lernte Ende 2011 bei Twitter einen Mann kennen. Wir verstanden uns super gut, schrieben uns hin und her. Er machte extra für mich einen Instagram-Account, weil er gerade 4 Monate bei seiner Familie in Amerika war, da ich seinen Jahresurlaub machte. Eigentlich kam er aus Münster. Er schrieb mir Karten und Briefe, er schickte Geschenke. Wir verliebten uns, alles war toll. Dann kam der Punkt, dass sich Treffen immer weiter verschoben. Sein bester Freund Chris fing an, mit meiner Freundin zu flirten bei Facebook. Und diese Freundin, der kam es noch komischer vor, als es mir sowieso vorkam. Und sie deckte dann auf, dass mein Kai nicht existiert. Dass er in Münster nicht lebt, wie er gesagt hat. Ich habe dann Kai zur Rede gestellt, ihm gesagt, ich weiß, dass es dich nicht gibt. Dann brach diese Person weinend zusammen und sagte mir, ja, er hätte damals ein Fake-Profil gemacht wegen seinem Job. Er hätte einfach nicht die Kurve gekriegt. Er hätte mich nicht verlieren wollen. Ich habe ihm dann die Chance gegeben, weil mir der Mensch wahnsinnig wertvoll war. Ich habe den Kontakt gehalten. Du kannst einem Menschen nie wieder vertrauen, wenn du weißt, die erste Existenz stimmte so nicht. Mir war klar, ich will wissen, wer der Mensch ist. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Wer diesen Aufwand betrieben hat, so viele Geschenke zu machen und so viel Zeit und ja, Geld zu investieren, wofür eigentlich? Ich bin dran geblieben und habe fast ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger, mitgespielt. Und das Ganze ging so lange weiter, bis ich den Blogartikel veröffentlicht hatte. Nachdem ich den Blogpost geschrieben hatte und diese große Reaktion, das große Feedback von anderen Opfern bekam, war ich im ersten Moment geschockt, weil ich habe gedacht, ich bin ein Einzelfall. Und diese Leute waren teilweise total fertig, schrieben mir, dass sie psychisch überhaupt nicht mehr auf den Boden kommen. In Deutschland ist es keine Straftat. Man selber hat das ganz dringende Bedürfnis, der Person zu sagen, was sie Menschen antut, dass sie einfach eine volle Verantwortung dafür trägt, was sie mit anderen Menschen macht. Und ich arbeite zurzeit an einer Website, wo ich versuche, betroffenen Männern und Frauen Informationen zu geben, wo sich keiner schämen muss. Es wird immer so getan, als ob Fakes total leicht erkennbar sind. Und das stimmt eben nicht. Anonymität erlaubt nicht nur das Agieren in einer ausgedachten Identität, sondern ermöglicht Trollen den kübelweisen Umgang mit Hass, Häme und Diffamierungen. Darum wiederum kümmern sich im Netzalltag die Community Manager. Und um dieses Berufsbild geht es in unserem nächsten Beitrag. Online-Communities sind die Ameisenstaaten des Internet. Die erfolgreichen Gemeinschaften entstehen nicht aus dem Nichts und sie überleben nicht aus Zufall. Community Manager bringen Ordnung in die Diskussion, ohne Debatten zu ersticken. Sie müssen Hass und Häme eindämmen, ohne gleich jede zweideutige Bemerkung zu löschen. Und sie müssen vor allem versuchen, die Community über Jahre lebendig und attraktiv zu halten. Bei der Auto-Community Motor Talk kümmert sich Bianca Oertel um mehr als 2 Millionen Teilnehmer. Wie viele kam auch sie per Zufall zu dem Job? Ich steckte damals in meinem BWL-Studium in Berlin und habe mal wieder einen Nebenjob gesucht. Und ein Freund fragte mich, ob ich nicht bei denen bei Motor Talk, erst oder Entwickler, als Community Manager arbeiten möchte. Damals sagte mir das noch nicht viel, aber er wusste, okay, Bianca, die treibt sich sowieso in jedem Forum und jedem Netzwerk und sonst wo rum. Vielleicht wäre das ja was für die. Bis heute gibt es in Deutschland keinen offiziellen Weg zu Bianca Oertels Beruf. Sie musste sich deshalb nicht nur selbst ihre Fähigkeiten aneignen, sondern muss sich auch ständig selbst fortbilden. Denn kaum ein Beruf ist einerseits so vielfältig und wird andererseits so wenig anerkannt in Unternehmen, sagt der Gründer der Social Media Akademie, Andreas Leonard.
das, was die Leute dort leisten und können und an Kompetenzen mitbringen müssen in diesem Beruf und wie wichtig dieser Beruf immer mehr wird, ist in der digitalen Szene weitestgehend bekannt, aber wenig darüber hinaus. Und gerade auch, denke ich mal, wenn man jetzt in Personalentwicklungsabteilungen schaut, auf was da geachtet wird, welche Skills und Kompetenzen noch ins Unternehmen reinkommen müssen, da hat sicherlich sowohl Social Media als auch Community Management im speziellen Fall noch so eine hintergeordnete Position. Ein Karriereplan oder Unterstützung von Vorgesetzten für die Twitter-Tussi und den Facebook-Onkel gibt es in Unternehmen praktisch nicht. Auch deshalb rief Bianca Oertel den Berliner Stammtisch der Community- und Social-Media-Manager ins Leben. Ihr Ziel? Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und den Beruf bekannter machen. Ich kriege das natürlich mit, dass ab und zu mal auch beim Stammtisch Personen sind, die sind dann sozusagen als Community-Manager eingesetzt, einfach nur, weil sie die Einzige in der Firma waren, der einen Facebook-Account hat. Okay, die kommen dann an und sagen, okay, stell mich dem jetzt, was muss ich machen? Wo muss ich hin? Kann ich mich informieren? Wen kann ich fragen? Und so weiter. Denen helfen wir natürlich gerne weiter. Und diese Hilfe ist gefragt. Denn der direkte Austausch mit der Community ist mitunter äußerst fordernd und belastend. Das hat Juliane Leopold schon mehr als einmal selbst erlebt. Als Social-Media-Redakteurin bei Zeit Online steht sie in ständigem Kontakt mit den Lesern und ist immer die Erste, die deren Frust abbekommt. Manchmal geht es mir so, dass ich einen Kommentarthread aufmache und echt erstmal die Mundwinkel hängen lassen, weil so viel Negativität und so viel Hass oder unreflektierte Negativität rüberkommt. Und ich glaube, eine Herausforderung in dem Social-Media-Job ist es, Grenzen zu setzen, weil sich selber das nicht an sich rankommen zu lassen. Entmutigen lässt sich Juliane Leopold von den Trollen und Hatern unter den Zeit-Online-Lesern nicht. Sie sieht Community Management auf einer Newsseite als Fortsetzung des Journalismus im Online-Zeitalter. Und nicht nur hier gilt es den Community-Mitgliedern klarzumachen, dass bestimmte ethische Standards nicht verhandelbar sind. Wir legen großen Wert darauf, dass wenn jemand Dinge behauptet, ich hatte heute so einen Fall, ein Nutzer, der geschrieben hat, also in der Nähe von Asylbewerberheimen steigt sofort auch die Kriminalität. Das wisst ihr aus Statistiken. Und das ist ein Fall, wo ich dann reingehe und sage, bitte posten Sie diese Statistik, sonst muss ich den Beitrag löschen. Und so versuchen wir eine gewisse Flughöhe reinzubringen. Erfolgreiches Community-Management zeichnet sich eben nicht dadurch aus, dass man jedem Mitglied nach dem Mund redet. Viel wichtiger ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, die den Austausch untereinander befördert. Und dazu gehört es auch, mit Kritik aus der Community umgehen zu können, wenn mal etwas nicht funktioniert hat. Wenn wir ein Problem haben, wenn es uns mit einer Marke oder einem Unternehmen nicht gut geht und wir uns ärgern, wir eine Wut haben, dann kann die einfach sehr, sehr gut abgefedert werden, indem jemand ein offenes Ohr für uns hat und Verständnis zeigt. Das funktioniert sowohl im Tante-Emma-Laden um die Ecke als auch bei einem großen deutschen Konzern. Community-Manager, die wissen, wie man mit Usern auf Augenhöhe kommuniziert, sind für Online-Gemeinschaften unentbehrlich. Und Menschen wie Bianca Oertel halten als sozialer Kitt mit ihrer Arbeit die Netzgemeinden zusammen. Wenn jemand mehr Ärger verursacht, als er wert ist, sollte er aus der Gemeinschaft verbannt werden. Jimmy Wales. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.